Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Folge Motivation überleben. Ja, wir haben ein recht stürmisches Wetter. Der Sturm ist hier im Schwarzwald angekommen und ja, ich möchte es mir nicht nehmen lassen, auch bei diesem Wetter rauszugehen, weil ich liebe es einfach, wenn es etwas rauer ist. Umso mehr wünsche ich mir, dass du es zu Hause schön gemütlich hast und ja, einfach jetzt dieses Video genießen kannst. Was ich heute machen werde, was mein heutiges Ziel ist, ist es also bei diesem Wind, bei diesem Regen, mir ein Shelter aufzubauen. Und zwar mit Hilfe dieses Baschas. Das ist ein Bascha von ProForce, kommt frisch aus England und ich möchte das heute einfach testen. Es ist ein qualitativ hochwertiges Bascha. Ja, und ich brauche heute eine Aufbauvariante, die auch diesem Sturm standhält. Und da bin ich gespannt, ob ich das schaffen werde. Ja, ich möchte dir wie immer ein paar kleine Tipps und Tricks mit auf den Weg geben und wünsche dir jetzt einfach viel Freude bei dem Video. Das Wichtigste bei dem Wetter ist es einfach, so schnell wie möglich den Wald zu verlassen. Bei Wind und Sturm ist es im Wald immer gefährlich. Bäume können umstürzen oder einfach nur Äste herunterfallen. Und durch die Fallgeschwindigkeit sind auch schon kleinere Äste eine große Gefahr für uns. Also würde ich sagen, ich gehe mal nix hier raus hier. Ich habe jetzt hier einen sehr schönen und geschützten Platz gefunden. Bin ein bisschen hier auf einer Lichtung außerhalb des Waldes. Es stehen hier noch vereinzelte Bäume herum, aber die sind recht niedrig und da besteht aus meiner Sicht keine Gefahr, dass die jetzt umkrachen. Vor mir, wo ich jetzt stehe, ich werde gleich die Kamera, so einen kleinen Rundgang mit der Kamera machen. Also vor mir ist so eine kleine Gruppe mit jungen Fichten. Das ist wie so eine Art Mauer und schützt mich hier wunderbar. Ich merke etwas Sprühregen, aber hier vor mir ist die Bergkuppe und da pfeift der Wind nur so rein. Und hier 200 Meter weiter unten merke ich kaum etwas von dem Wind, bin also jetzt hier richtig geschützt. Für den Aufbau meines Baschas brauche ich jetzt solche Fichtenstangen. Drei Stück, denn ich werde ein Dreibein jetzt vorbereiten. Ich habe in vorherigen Videos bereits schon gezeigt, wie man ein Dreibein baut, wie ich dieses Tarp-Setup, was ich jetzt gleich machen werde, wie das funktioniert. Ich werde die Links zu diesen Videos jetzt hier unten einblenden. Da kannst du da draufklicken und dich ja, weiterbilden. Und die Links werden auch unten in der Infobox drinstehen. So, dann werde ich mich jetzt an den Aufbau machen. Was mir sehr hilfreich war beim Vorbereiten dieser Fichtenstangen, ist diese kleine Axt von Bear Grylls. Die gab es gerade im Angebot, habe ich gehört. Und da haben einige von euch zugeschlagen. Ich habe dieses kleine Beil hier, es ist ja keine Axt, ein Beil geschenkt bekommen vom Christian aus Berlin. Ich bedanke mich vielmals nochmals dafür. Es ist ein wunderbares kleines Werkzeug. Für das Geld kann man nicht viel falsch machen. Es erfüllt seinen Zweck, ist schwer, liegt gut in der Hand. Man kann es hier leicht am Gürtel tragen, schön befestigen. Es stört kaum beim Tragen, weil es so einen kurzen Stiel hat. Und ja, ich bin zufrieden damit, kann damit auch meine Heringe in den Boden reinschlagen, also wunderbar. Vielen Dank dafür. Ja, mein Setup steht jetzt und ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit dem Bascha. Mir war zwischendurch mal richtig kalt, immer wieder ein bisschen an den Füßen, an den Händen. Ich musste noch ein paar Vorbereitungen treffen. Ich habe außen noch Schlaufen dran gemacht mit Paracord am Bascha, weil es eben ganz neu war. Ich hatte es noch nicht vorbereitet. Das sollte man eigentlich zu Hause machen, aber ja, ich habe es einfach so mitgenommen und mache das auch gern hier draußen. Dann habe ich mich mal wieder ein bisschen bewegt zwischendurch, damit mir warm wird. Einfach einen Berg hoch und runter rennen, die Arme schütteln, so dass das Blut wieder in die Hände reinkommt und die Hände aufwärmt. Ja, und der Aufbau war einfach ein sehr gutes Training für mich. Ja, es ist nicht leicht mit kalten Händen Knoten zu machen oder hier so einen Aufbau zu machen, dann mit nassen kalten Händen die Handschuhe aus- und anziehen, taugen die Handschuhe überhaupt was und so weiter, der ganze Ablauf. Und ja, es hat geklappt, ich bin zufrieden, habe meine gesehen, was für Fehler aufgekommen sind, was man besser machen kann, was ich beheben kann. Und ja, jetzt kommt der gemütliche Teil. Ich werde jetzt mein
Innenleben hier aufbauen. Ich probiere alles so aus, als ob ich hier draußen übernachten würde. Heute schlafe ich nicht draußen. Ich habe ja übernächste Woche geplant, eine Tour zu machen und da muss eben alles passen. Und dafür trainiere ich jetzt hier schon einmal mit dieser Ausrüstung, ob das alles funktioniert. Also, ich habe meine Elefantenhaut-BW-Plane ausgebreitet, sitzt jetzt trocken. Der Nachteil an solchen Planen ist immer, die sind wie, da bildet sich sofort ein Teich. Wenn hier auf diese Plane, die schützt mich zwar vor Feuchtigkeit von unten, aber wenn hier Wasser drauf kommt auf der Plane und ich tropfe ja von allem herunter, dann bleibt es hier auf der Plane drauf und bilden sich so kleine Pfützen. Ich habe mir überlegt, jetzt bevor ich meinen Schlafsack ausbreite, Isomatte, drehe ich die ganze Plane nochmal um. Oder schüttelt sie ein bisschen aus, dass sie wieder etwas trocken ist. Man muss also tierisch aufpassen bei den Planen, dass da auch vom Tarp, von der Seite nichts irgendwo runtertropft, dann läuft die ganze Brühe an die tiefste Stelle und man hat da eine Pfütze. Ja, jetzt werde ich meine Exped Synmat aufblasen. Ich habe noch keinen, so einen Schnotzel nennt sich das. Das ist so ein Beutel zum Aufblasen. Ich mache das immer noch von Hand mit diesem integrierten Pumpgerät. Bin gespannt, wie das hier draußen geht, jetzt unter diesen Umständen. Ja, dann kommt mein Schlafsack dran. Biwaksack und dann steht es hier soweit. Und dann ist noch mein nächster Plan, dass ich mir draußen was koche. Ich möchte einen Esbit-Kocher ausprobieren, ob der es schafft, mein Essen warm zu machen. Dann noch einen Tee und ja, nebenher werde ich immer wieder auf ein paar Sachen eingehen und dann bin ich doch schon glücklich hier draußen. Es ist einfach herrlich, Leute. Ich liebe das einfach und ich kann nur jedem empfehlen, der wo Freude daran hat, auch bei so einem Wetter rauszugehen, ja, dass sich das wirklich lohnt. Nur jetzt kann man was lernen. Bei schönem Wetter kann ich auch viel üben, aber ja, jetzt sehe ich wirklich, wo meine Grenzen sind, wo die Grenzen vom Material sind. Und das ist ganz gut für mich. Also macht es ganz, ganz gerne. Ich habe jetzt also tatsächlich die Elefantenhaut erstmal wieder abgebaut, weil die bei dem Wetter eher hinderlich ist als förderlich. Ich habe die zusammengeknüllt und lege die jetzt hinten in die Ecke rein. Und dann muss ich später mal schauen, ob ich die wieder ausbreite überhaupt. Weil ja, der Boden ist zwar leicht feucht, da liegt Schnee, Gras, aber so die Feuchtigkeit kann doch nach unten absickern, sage ich mal. Es bildet sich hier kein stehendes Wasser oder ein kleiner Tümpel, wo ich dann nachher da drin liegen könnte. Jo, alles hat seine Vor- und Nachteile. Es ist also so, diese Isomatte hat hier so einen Schaumstoff drin und da kann ich dann die Luft in die Matte reinpressen und ja, es geht, aber wie gesagt, es ist ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt so hier draußen ist, wenn der Boden uneben ist, aber da gibt es ein extra Teil, das werde ich mir noch besorgen und dann müsste das leichter gehen, aber jetzt muss es auf jeden Fall mal so gehen. Auch mit der Enge, Platzenge, habe ich hier ein bisschen zu tun, es ist natürlich alles sehr eng. Und ja, da muss man natürlich immer schauen. Ja, mir ist schon das Wasser auf die Isomatte drauf gelaufen, weil ich nicht aufgepasst habe. Habe die Elefantenhaut bewegt und die ganze Triele-Siffe ist mir jetzt hier drauf. Aber ja, so ist das halt hier draußen. Hier muss man einfach aufpassen, aufmerksam sein, nicht schlafen. Solange mein Körper trocken ist, ist alles okay. So, jetzt werde ich mal hier pumpen. Ja, wie heißt das so schön? Aus Fehlern lernt man. Und mir ist jetzt gerade die Idee gekommen. Ich habe ja meinen Biwaksack dabei. Ich werde jetzt die unaufgepustete, unaufgeblasene Isomatte in den Biwaksack hineinmachen. Und dann bleibt die Isomatte und alles andere auch trocken. Und der Biwaksack ist ja dazu da, um alles zu schützen. Warum nicht gleich jetzt den Sack über die Isomatte rüberstülpen? So lernt man hier draußen. Wunderbar, das freut mich schon wieder. Also, Biwaksack ausrollen, unaufgeblasene Matte reinstopfen. Das ist der Carinthia BW Biwaksack, der ist tipptopp. Gore-Tex, atmungsaktiv. Hier sieht man, wie das Wasser abperlt. Super. Hätte ich von Anfang an gleich machen sollen.
Aber beim nächsten Mal weiß ich es. Weil innen drin sollte nach Möglichkeit alles trocken sein. Alles, was in den Biwaksack reinkommt, sollte trocken sein. Das ist jetzt schon nicht mehr gegeben, weil meine Isomatte nass ist. Wäre ich da früher drauf gekommen, dann wäre es trocken. Egal. Also, jetzt. So. Dieser Biwaksack ist sehr, sehr groß. Da geht locker die Isomatte rein, Schlafsack. Man könnte zur Not auch noch Gepäck mit reinnehmen. Kein Problem. Ja, jetzt kommt mein Schlafsack da rein. Der Carinthia 4 Defense, den hat auch die Bundeswehr. Ein sehr, sehr guter Schlafsack. Der lässt sich gut zusammenkomprimieren. Und wenn ich den jetzt gleich auspacke, dann plustert er sich dank dieses G-Loft, nennt sich die Füllung von denen, plustert er sich richtig auf und der ist sehr, sehr warm. In Kombination mit der Synmat und dem Biwaksack mache ich mir für die Nacht hier draußen, auch im Winter, überhaupt keine Sorgen. Wenn es richtig knackig kalt werden würde, würde ich mir noch vielleicht einen dünneren Schlafsack mitnehmen oder ein Inlet und dann müsste das in dem Schlafsack hier bei den Temperaturen wunderbar funktionieren. Also, den rolle ich jetzt noch aus, packe ihn hier rein in den Biwaksack, dann habe ich hier was Schönes, Weiches, Warmes zum Sitzen. Ich habe Hunger, ich habe Durst und ja, das ist dann der nächste Schritt. Ich werde mich noch ein bisschen um die Ausrüstung kümmern, gucken, dass alles trocken liegt. So, alles ist hier drin. Ich mache den Biwaksack zu. Und jetzt steht mein Schlafset. Und jetzt kann mir überhaupt nichts mehr passieren. Ich kann mich jetzt hier reinlegen, bin warm, bin trocken. Ich kann jetzt hier draußen bleiben und kann sozusagen überleben. Motivation überleben, das ist für mich meine Motivation zu überleben. Auch mit Ausrüstung. Motivation überleben bedeutet für mich jetzt nicht Survival, dass ich jetzt mit gar nichts klarkomme, sondern ja, mit meiner Ausrüstung, mit dem, was ich habe, hier draußen eben zurechtzukommen. Hätte ich das jetzt nicht und einfachere Mittel, dann wäre es mein Überleben nicht so ganz gesichert. Und das ist einfach, ja, das ist das, was das für mich bedeutet. Motivation, Überleben.